Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde vom Fenster-Podcast. Heute sind wir draußen, wunderschönes Wetter, in Liffingen, in einem traditionsreichen Gasthaus, Gasthaus Linde Liffingen, eine Institution. Und neben mir sitzt der Micky Messmer. Er ist Wirt, Lindewirt, da seit vielen Jahren. Und was mich interessiert hat, wie er mit dieser Krise, mit dieser besonderen Zeit umgegangen ist. Er ist neue Wege gegangen. Man hat gehört, Gastronomie, viele Probleme, Existenzängste. Und er hat die Zeit in einer besonderen Art und Weise genutzt. Und das hat mich wunderfitzig gemacht. Ja, lieber Micky, schön, dass ich bei dir sein darf, im schönen Lindegarten. Gerne. Herzlich willkommen. Also, ja, die Krise war für uns, ja, natürlich war es ein wenig eine Krise. Wo man keine, also wenn du keine Gäste hast zum Übernachten oder im Restaurant. Aber wir haben wirklich, unsere Gäste sind uns auch treu geblieben beim Essen to go. Also wir haben jedes Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, haben wir sehr gut zu tun gehabt. Und wir waren Familie und wir haben so gut wie kein Personal gehabt. Die Bedienungen haben wir damit in der Küche helfen, weil der Koch, der war am Anfang nicht da. Und dann war ich mit der Bedienung und mit der Familie alleinig und haben das gestemmt. Also wenn man jetzt dich kennt, dann weiß man, du gibst 100%, der Laden brummt, der Laden läuft, fast zu sellig ist er gelaufen, würde ich mal sagen. Und dann wird man da komplett ausbremst. Wie ist dir da gegangen? Es war gerade im November der erste Tag, oder der Tag vorher vor dem Lockdown, haben wir komplett voll alles reserviert gehabt. Es war wie von 0 auf 100 und das hat weh tun. Also die erste Woche musst du neu überlegen. Aber gut, wir haben ja, es war der zweite Lockdown. Im ersten hatte ich Existenzängste gehabt. Und dann denke ich, jetzt, oh je, kann ich gehen und das, oh je, wie wird das weitergehen, das geht ja gar nicht. Jetzt im zweiten habe ich gedacht, hey, so kann es ja auch nicht weitergehen. Aber ich muss was verändern. Und ich muss was machen. Also, mir helfen die selbst, war das Erste. Wir müssen gucken, dass wir ständige abwechslungsreiche Karte machen, dass die Leute auch Lust haben, zu uns was zum Essen holen. Ja, und sonst halt, man hat dann schon Zeit gehabt. Das Schöne war dann am Abend, am 7. war fertig und dann hat man Zeit gehabt. Und dann überlegt man, dann hockt man mit der Familie da und überlegt, was macht man noch mehr. Und ich habe dann einfach die ganze Sache hinterfragt. Also ich habe gelesen Bücher vom Professor Dr. Michaelsen, das ist gerade von der Ernährung, also von der klassischen Medizin zu der traditionellen Medizin, zu der Naturmedizin. Ist er so ein, er ist der Chefarzt von der Charité auf dem Gebiet, auf der Naturheilkunde. Und da habe ich zwei Bücher gelesen. Und dann vom Herrn Dahlke über das Fasten. Und dann natürlich bin ich wieder bei meinen Kräutern gelandet. Und das hat mich dann so interessiert, dass ich mich dann gleich noch eingeschrieben habe für ein Fernstudium in Kräuterpädagogik. Also du hast diese frei gewordene Zeit genutzt, um dich neu aufzustellen, neu zu orientieren. Es braucht Mut, neue Wege zu gehen, aber der Erfolg gibt dir recht, wenn man jetzt sieht. Ich bin den ersten Schritt gegangen. Ich bin noch nicht da, wo ich hin will. Ich habe Erfolg, das ist okay. Aber als erstes, man muss uns mal damit befassen, woher kommt das Corona? Also ich sage, was da auch ein Teil beitragen hat, ist diese Massentierhaltung. Also in Deutschland, jein, geht's, aber wenn man das weltweit sieht, gerade im asiatischen Raum, was sie da mit den Tieren rumgehen, oder ich habe das mal im Bericht gesehen, wie sie da bei der Schweinepest, wie sie die Schweine dann vernichtet haben, muss man schon fast sagen, das geht gar nicht, ich meine, ein Tier ist ein Lebewesen. Und so sehe ich auch das. Ich will nicht, ich habe gesagt, pass auf, in 2 Jahren ist die Linde vegetarisch. Das will was heißen für ein Schwarzwälder Traditionshaus, wo doch viel Fleisch gegessen wird noch. Genau. Dann haben alle zu mir gesagt, jetzt spinnt er noch ganz. Jetzt ist er durchgeknallt, das geht gar nicht. Aber das ist auch nicht ganz richtig.
Aber ich habe jetzt schon gerade beim, also der erste Schritt war, dass ich mal gesagt habe, ich nehme nur noch Lebensmittel aus Baden-Württemberg. Also ich bin der einzigste Drei-Löwe-Betrieb, also der, wo sich verpflichtet hat und wo geprüft wird, dass er 90% aller Lebensmittel aus Baden-Württemberg nimmt. Bin ich jetzt der Einzige, also der nächste ist erst bei Stuttgart oben oder nein, Reichenau ist noch, aber das sind in einem Umkreis von 100 Kilometern. Das ist jetzt der erste Schritt. Der zweite Schritt, Rindfleisch, habe ich gesagt, bin ich jetzt mit zwei in Verhandlungen. Also einmal der Wicker, klar, da habe ich das meiste, aber gerade Rinderrücken, weil der Rostbrat, der darf in der Linde nicht sterben. Ja, also, aber da will ich auch ein Fleisch, ich will eigentlich das sehr. Genauso ist beim Schweinefleisch. Aber da sage ich jetzt auch, wir sind so, mein Traum wäre eine Weidehaltung für Schweine. Und da muss man halt auch mal sagen, ein Schwein ist nicht nur Schnitzel, sondern von Nose to Tail. Das ist, man muss ja auch mal sagen, eine gute Wurst, so wie es früher noch, hat man ja alles verwendet, ich weiß noch. Und da hat jede Familie hat ja eine Sau geschlachtet und da ist nichts kaputt gegangen. Und heutzutage hat man aber das alles verloren, weil man kauft das im Supermarkt ein und hat nur noch Papier oder ein Plastik, wo ein Stück Ware drin ist, wo ich isst. Man hat ja keinen Bezug mehr. Früher, wenn man die Sau rausgezogen hat, aus dem Stall beim Nachbar, wir haben sie immer vom selben gehabt, dann haben sie dann hinter das Haus, dann haben sie gemixt, dann hat man irgendwie eine Freude gehabt, auch auf Kiebäckli, auf Galat und auf Wurst, wo man, also das hätte ja eigentlich für privat hätte es ein Jahr gehabt, weil man alles verwendet hat. From nose to tail, also alles verwerten, ja. Und du selber hast auch angefangen, deine Produkte wieder anzubauen, das finde ich spannend für einen Gastronom. Wir sitzen da beim wunderbaren Gemüsegarten. Also wir haben angefangen, wie gesagt, mit der Kräuterspirale. Jetzt haben wir unseren Garten. Ja, unseren also normalen Garten, will ich mal sagen. Zwei Drittel als Gemüsegarten umbaut und das nächste Projekt, wo wir in ein, zwei Jahren machen, also auf 2 bis 3 Hektar nochmal eine eigene Gartenfläche, wo wir sämtliche Kräuter, Kartoffeln, alles selber anbauen werden. In einem meiner letzten Podcasts, da ist es um Selbstversorgung gegangen. Wie siehst du das? Kann sich eine Wirtschaft komplett selber versorgen in Zukunft? Das wird schwierig sein. Also gerade fällt mir gerade Mehl ein. Und da habe ich auch zum Blatter gegangen selber, ich brauche genau diesen, das Produkt. Also ich gehe eigentlich gern zu meinen Lieferanten. Also Käse, ich will nicht nur anfangen Käse, aber da habe ich auch 2 Top-Käsereien, das ist in Geschweiler oder in Sumpfohren. Also gerade mein Parmesan, wir sind ja da an der Grenze zur Bar und da hole ich in Sumpfohren den Parmesan. Und das ist echt spannend. Oder der Wickert habe ich ja wirklich genötigt. Er hat gesagt, jetzt mach schon mal. Er baut Quinoa an, wo ich viel brauche. Und Kichererbsen. Kichererbsen hat er gesagt, ah, das ist so aufwendig. Und Zell hat jetzt ein wenig weggemacht. Aber die eigene Kichererbsen, also badische Falafel, da gibt es auch ganz selten. Von dem habe ich noch nie gehört. Ein Thema in der Zeit waren auch Lieferengpässe. Wenn jetzt du mit deinen regionalen Partnern schaffst, war das in dem Fall weniger ein Thema oder gar keins? Das war gar nie ein Thema. Also ich verkaufe das, was der Markt hergeht. Ich tue mich nicht drauf versteife, ich will das und das. Also ich habe da gar kein Problem gehabt. Nie. Lieferengpässe jetzt für mich nie. Gell. Und was jetzt gerade im Frühling und natürlich eine große Rolle bei mir spielt. Doch, einmal habe ich Lieferengpässe gehabt. Das ist doch die Wildkräuter. Weil es lange so kalt war, ist das ganz schwer gewachsen. Und wir machen ja Brennnesselroulade. Also gerade mit der Brennnessel machen wir wahnsinnig viel. Oder mit den ganzen Wildkräuterpestos. Und wir waren, muss ich sagen, auch bei unseren Weihnachtsboxen. Wir haben halt auf Weihnachten so Boxen gemacht, wo wir unser selbstgemachtes verkauft haben. Und das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Also meine Frau ist jetzt gerade oben am Produzieren. Sie macht jetzt den ganzen Morgen schon Maiwimpfelhonig.
Also Gelee, da machen wir da mal so, keine Ahnung, 5 Liter Gelee, dann 3-4 Liter Honig und also Maiwimpfelhonig und das verkochen wir halt dann. Dann geht es ja weiter mit der Ding, mit der Holunderblüte, Sirup, da machen wir ja um die 50-100 Liter. Oder die Kräutersalze, die ich herstelle. Ich habe jetzt ganz tolle Kräutersalze hergestellt. Also ich nehme Meersalz und tue sie einfach mischen. Jetzt habe ich ein grünes Bärlauchsalz und ein gelbes Löwenzahnsalz. Oder Veilchenhonig. Oder die Sauerhonig, die ich selber herstelle als Salatdressing, also die Oxymehls mit verschiedenen Kräutern. Also wir sind da ständig am Produzieren. Oder Löwenzahnkapern. Oder den Rest vom Herbst noch aufarbeiten. Ich habe jetzt noch wie viel, über 6-7 Kilo Vogelbeer-Chutney gemacht zum Käse. Also man ist immer, eben die Natur geht es immer her und ich, also Lieferengpässe gibt es in dem Fall nicht, höchstens Wetter ist halt schlecht, aber man hat immer da. Also wir können ja immer, wir sind keine Jäger, wir sind Sammler. Wir haben immer Tütli dabei oder die ganze, das fängt im Frühjahr ganz früh an mit der Knospe. Wir machen so Knospentherapie. Also für jedes, zum Beispiel hier sitzen wir unter einer Linde. Linde ist zum Beispiel der Baum des Kindes. Ein, wenn man die Lindenknospe einen Auszug macht, ist ein Seelentröster für die Kinder. Das ist etwas ganz Spannendes. Ich glaube, von dem Kind muss man aktuell viel brauchen. Ja, das glaube ich schon. Ich meine, ich habe heute Morgen die Kinder gehabt, beide Enkel. Und die sind jetzt natürlich auch, wie soll ich sagen, die haben Kindergarten viel, dann hat man ein wenig Handy, dann hat man ein wenig Fernseher, der Rest noch. Und dann sind sie eigentlich unleidig. Und heute Morgen war also für alle Nicht-Badner mürrisch. Und heute Morgen war ich mit denen draußen, den ganzen Morgen. Dann war ich mit einer Giraffe fahren, waren wir Kräuter holen. Dann haben wir zum Beispiel dahinter haben wir ein Schölkraut, haben gesagt, da machen wir noch eine Warzentinktur. Das wissen die alle schon. Die sammeln die Pilze. Und die waren nach um 12 Uhr, oh, jetzt muss ich ins Bett. Ein Mittagsschläfchen machen. Die haben gegessen und haben gesagt, jetzt wollen sie eine Ruhe. Und haben beim Opa noch einen Haufen gelehrt. Genau. Nein, also wenn die Kinder mit dem aufwachsen, das ist unglaublich. Also die Sehne, die Pflanze, das ist für das. Und weil wir halt das immer sammeln. Eben gerade, wo wir jetzt an der Löwenzahn die Blüte gesammelt haben und so, die wissen schon alles. Im Vorgespräch hast du mir noch eine interessante Geschichte erzählt aus der Vergangenheit. Das Thema war die spanische Grippe. Ich habe ja auch mal geguckt, eben mit denen hat es ja immer geheißen, die Welle. Und in der spanischen Grippe hat es ja auch eine zweite, dritte Welle gegeben. Nein, ich denke, jetzt informierst du dich mal. Und da ist zum Beispiel auch, bei der spanischen Grippe war das schon um bei der Zeit der Pest, dass einfach immer Leute gegeben hat, die sich nicht angesteckt haben. Und dann hat man das gerade auch bei der Pest und bei der spanischen Grippe mal untersucht, was die Leute gemacht haben. Und die haben vielmal, weil sie Naturprodukte gemacht haben. Zum Beispiel ist das dieser Sauerhonig mit bestimmten Kräutern. Also Sauerhonig, das ist ein Auszug aus Apfelessig und Honig mit verschiedenen Kräutern drin. Ein Oxymehl nennt man das. Und das so genau, wie das damals in der spanischen Grippe war, habe ich jetzt einer angesetzt. Und da kann man bei dir bestellen, online? Ich bin ja kein Apotheker und nicht. Und ich kann nicht sagen, nimm das, dann kriegst du kein Corona oder sonst wo. Aber man kann es noch nicht bestellen, ich probiere es bei mir aus. Wobei ich Oxymehl verschiedene, also das ist jetzt ein ganz spezieller, das nennt man der für Räuberessig. Woher kommt der Name für Räuberessig? Aus der Geschichte, dass das vier Räuber waren, die da durchgezogen sind. Und wirklich alle sind krank geworden und nur die nicht. Und da habe ich dann mal im Internet recherchiert, dann geguckt, was die haben. Dann bin ich auch, wenn ich nichts selber gefunden habe, bin ich dann ins Heilkräuterstübli. Dann hat sie mich angeguckt und gesagt, du willst schon Sachen? Dann habe ich gesagt, ja, das brauche ich jetzt. Und das habe ich jetzt verschiedene Gläser. Ja, ich habe eben überall Gläser. Das ist auch, ich sage immer, das ist spannend mit der Nachhaltigkeit. Weißt, wenn wir Zeit hätten, in der Krise, will ich mal sagen, dann überlegst du auch. Zum Beispiel früher hast du halt ein Glas Essiggurke ausgebraucht. Und dann ist es
Altglas, fertig. Und jetzt wird bei uns alles ausgefüllt, wir haben riesige Regale und das nehmen wir jetzt einfach die Gläser wieder zum Ansetzen und so oder die Honiggläser und so, wird alles wieder gebraucht. Also bei uns ist jetzt immer alles im Kreislauf. Aber hättest du die Zeit nicht gehabt durch den Lockdown, wärst du gar nicht diesen Weg gegangen. Ist das so richtig? Gerade, also mit dem Fleisch glaube ich schon. Also mit der vegetarischen Ernährung ist einfach so, dass wir am guten Samstag bis zu 50-70% von der ganzen Essen, die wir verkauft haben, vegetarisch. Und das hat mich eigentlich stolz gemacht. Jetzt im Moment ist es so, dass die Leute, glaube ich, Lust auf Fleisch haben. Die haben schon lange kein Schnitzel mehr gegessen, die haben gar nicht Pommes frites. Also im Moment verkaufe ich das klassisch. Genau. Klassische Fleisch essen wieder. Das will man wieder mal haben. Aber du hoffst, es beruhigt sich wieder, dass die vegetarischen Gerichte zunehmen. Das ist deine Passion. Überhaupt die Naturküche. Also sprich auch mit den Kräutern und eben, dass ein Umdenken stattfindet. Da ist immer das Vegetarische, hätte natürlich auch mal einen schlechten Ruf gehabt. Es hätte viele Fertigprodukte gegeben, aber das stimmt so nicht. Ich habe mich wirklich damit auseinandergesetzt und es ist auch gerade auch bei den Handwerkern, die sagen, man braucht ein erstes Stück Fleisch, dass man Kraft hat. Das ist eigentlich völlig falsch. Also mit einer Hülsenfrüchte-Kombination mit verschiedenen Kräutern und so. Also ein höherer Eiweißgehalt kriegst du beim Fleisch gar nicht hin. Und das gibt ja wirklich Kraft und Power ohne Ende. Also das ist, also da vor der Ernährung, aber so hast du ja heute Morgen schon schön geschrieben, die Ernährung soll euer Heilmittel sein und das Heilmittel soll euer Nahrungsmittel sein. Und das ist eigentlich die Ernährung der Zukunft und da machen wir eh nicht. Also diese ganze Nahrungsunverträglichkeit, wo es da geht, das ist nur durch die Industrienahrung kommen. Weil auf Gewinnmaximierung und keine Zeit mehr. Also zum Beispiel Brot. Ein gut Brot, so ein recht Bauernbrot, das geht halt einen Tag. 24 Stunden. Schön am Vorteig machen und dann nochmal Gaula oder noch brauchst du die Hälfte Hefe oder wir machen jetzt auch mit altem Sauerteig. Aber das braucht Zeit. Das braucht Zeit und nachher schmeckt es auch anders und hat aber andere Wirkung auf den Mensch. Miki, wenn man jetzt nicht nach Leffingen kommt, wo kriegt man deine Produkte? Kann man die bestellen bei dir? Oder? Ich will mal sagen, wie gesagt, ich mache jetzt gerade Kräuterpädagogik. Wenn ich das mal fertig habe, dann will ich die auch im Verkauf, dann mache ich einen kleinen Online-Shop. Also gerade mit deiner Salze. Im Moment ist es nur noch bei uns erhältlich. Wir haben so einen kleinen Shop. Müssen wir das Wirtshaus laden, wenn man bei uns geht, da sind kleinere Produkte drin. Weil meine Schwiegertochter, die hat sich jetzt auf Natur Kosmetik, sie macht den kosmetischen Teil mit Salbe und Creme schon wenig. Eben, wir waren Gefeilchen sammeln und das, also. Aber ich glaube, das ist das nächste dann, dass man da mal in die, wobei ich will nicht, weißt du, ich will auch nicht größer werden. Ich mache das ja auch für mich. Ich will doch nicht wachsen. Ich will anders werden, aber ist doch alles gut. Mir tut es doch. Ich will nicht wachsen. Weißt du, wenn das auch noch so läuft, ich will ja da keine Fabrik da unten bauen oder sonst wo. Ist alles so gut. Du machst das auch für dich und du bist vermutlich mit der Beschäftigung mit der Materie gewachsen, hätte ich jetzt mal sagen. Selbeweg bist genau. Du gewachsen. Genau, weil das macht mir natürlich Spaß und das ist ja auch toll mit den Kräutern und das Wissen, wo dann dahinter steht, ist ja auch für einen selber gut. Und für die Familie, für die Enkel, wenn die ein wenig Wehwehle haben, dann gehst du zum Opa im Zell und Zell. Ja, das finde ich spannend. Ja, wunderbar, sehr beeindruckend, die neuen Wege. Also ich bin begeistert und ich kann euch nur empfehlen, kehren an in Löffingen im Gasthaus Linde, gut zu erreichen über die B31. Man kann auch herrlich da wandern. Miki, hast du noch ein Schlusswort für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Also, überlegt einfach, schaut nicht, wenn ihr einkauft, wo. Und denkt hinten dran, dass da ein Tier ist, ein Lebewesen. Es ist okay, sage ich mal, wenn man es tötet.
wenn man es artgerecht hält, wenn es eine schöne Lebbarkeit und es dann tötet, ist okay. Aber Massentierhaltung und dann Massensterben, das geht gar nicht. Die Tiere haben krank gelebt, wenn ihr das esst, macht es euch krank. Also, das geht gar nicht. Vielen Dank, wunderbare Botschaft. Von mir von Herzen alles Gute und Augen auf beim Einkauf. Mach es gut, bis bald, ciao.